schlaucht denn ja so ein Spiel, wenn du ständig unter Anspannung stehst. Ja. Das ist bei Phantom Pain aber auch so. Du hast ja auch Sachen, da musst du dann mal ein bisschen was bauen und tun und machen, deine Mother Base ausbauen und. Kopf runter, Slam! Meine Jungs legen los! Von Punkt A nach Punkt B kommen. Das sollte reichen. Der Weg zur Infostockade ist frei. Aha, alles klar. Drück E. Und währenddessen werde ich einem Hyperion Außenposten. Oh, du hast ihm das Wort abgedreht. Da passiert. Ja. So, hier müssten auch irgendwo Skeks sein. Die müssten wir dann treten. Hier sind auch Automaten. Siehst du das Gebäude, aus dem das Licht strahlt? Das ist die Infostockade. Aha. Wir werden dich durch die Haupt-Iridium-Pipeline reinschleusen. Geh jetzt dorthin. Warte, bin schon da. Ich habe nur ein bisschen Schrotmunition geholt. Dadurch kommst du ins Innere der Pipeline. Es wird schmutzig, aber so kommst du zur Stockade. Oh, kannst du dich noch an die Viecher erinnern? Die großen Spinnenviecher? Die haben was rausgeschissen. Der hat was rausgeschissen hier. Oh. Nee, ich wollte nicht reinspringen. Hallo. Was macht denn das Spiel hier? Ach, jetzt wollen wir weiterfahren. Na toll. Ja, wir können weiterfahren. Wir brauchen nichts. Das Auto geht's, dem Auto geht's aber nicht so gut. Such mal eine Stelle, wo wir das Ruhe haben. Der erholt sich ja wieder, der Wagen. Aha. Denn, lass uns mal reisen. Da hinten wollen wir hin. Da! Das ist ganz schön weit weg, ne? Ja. Aber gleich sind wir wieder da. Abschluss. Monster Mix Teil 2. Das hört sich nach Claptrap an. Was soll denn Turbo-Krebs sein? Der eine hat gerade irgendwie gesagt, oh, ich glaube, ich habe Turbo-Krebs. Du hast einen Turbo... Sie hat einen Turbo-Krebs? Ja. Geil. Hast du die Hyperion-Nachrichtensendung gehört, wo es heißt, dass du Kinder umbringst und Welpen trittst? Ich habe den Kerl gefunden, der die produziert. Er ist im Arid Nexus. Du solltest vorbeischauen und ihm das Maul stopfen. Ja, so ist das, ne? Irgendeiner haut eine Geschichte raus und die Leute springen da drauf an wie der Aal auf dem blanken Haken hier manchmal. Der Barsch, nicht der Aal, der Barsch. Ohne nachzudenken und ohne zu überlegen. Bitte nimm diese Banknoten als Ausdruck meines Abscheus. Aha. Naja, lustige Geschichte. Diese Projekte, an denen ich gearbeitet habe, sie sind sozusagen weggelaufen. Tu mir einen Gefallen und leg sie um, ja? Ich bin beim Aufräumen. Den wollte ich behalten. Ach, das brauche ich nicht. Hauptsache, ich höre dir zu, erzähl. Mit Dr. Z, ne? Ist diese Questreihe, die wir hier haben, diesen Monster-Mix, ne? Oh, irgendwie die Dialoge, die er dazu sagt, immer so. Bist du rausgegangen aus dem Spiel? Nein. Nee, bei mir steht Verbindung unterbrochen. Warte mal. Dann dreht wieder bei. Ja, ich bin ja schon dabei. Das geht ja nicht so schnell. Ich habe einen Ladebildschirm. Und eine hässliche Waffe dreht sich. Sexueller Tyrannosaurus? Grunzerker-Skill. Hast du hast du den gehabt? Was? Sexueller Tyrannosaurus. Oh, das ist ja irgendwie so offen, nehme ich mit. Bestätigen. Cool. So, nein. Jetzt kriege ich eine Waffe. Interessant. Jetzt habe ich eine ganz andere Waffe ausgewählt, die ich gar nicht hatte. Aber ich bin wieder da. Hast du das mit Dr. Z, mit der Questreihe mitbekommen? So? Na, du hattest angefangen und dann bin ich hier rausgeflogen. Ja. Erzähl mal. Er hat so gleich am Anfang so gesagt, so, ja, ich brauche ein paar Rack-Teile. Frag nicht, warum, hol die mir die einfach so, ne? Haben wir den ja geholt und so. Und dann so, ja, ich brauche noch ein paar Skag-Teile und so, ne? Und jetzt haben wir ihn ja gerade diese Skag-Teile gebracht und er dann so, warum, also, ne?
warum bringst du mir denn diese Körperteile? Hier, nimm dieses unglaubliche Menge an Bargeld als Zeichen meiner Abschau. Ach so. Und die Rampe. Und halt immer sowas. Und jetzt meinte er halt... Scrags, der Körper eines Scrags, eines Rex und die Wildheit von Bayern ist okay, beeindruckt zu sein. Lol. Ja, der hat daraus das Ding gesteckt. Schieß euch ab! Wir haben noch nicht einen von den Dingern gekillt. Das war nichts. Aber das dauert nicht mehr lange. Alter, Shrek. Einer ist tot, noch einer ist tot. Warum noch denkt einer. Man sich dann so? Ja, Rex und Skags sind noch nicht schlimm genug. Wir machen da mal eine Mischung aus beiden. Halt durch, ich bin bei dir. Bleib nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Wir haben gerade mal 4 umgebracht von denen. Warte. Die macht aber auch ein Krawall, die Waffe. Da. Oh, die geht einen auf die Nerven. Hilfe! Kannst du mir mal helfen? Ach so, warte. Ah, ich hab dir auch keine Munition mehr zum Gottesglück. Die Waffe ist leer. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Oh, die schubsen mich weg. Schieß auf sie. Ja. Irgendwie. Schießen. Gut. Da ist die jetzt aber nicht gut, die ich hier habe. Ah, ich kann mein Geschütz wieder aufhängen. Das ist gut. LOL, da waren Selbstmörder. Erstmal bist du ans Kriegen. Ach, du lebst wieder. Ach, jetzt kommen so eine Viecher auch noch. 12 noch haben wir. Da. Oder? Manche sind noch voll, Alter. In den Dingern. Ja, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Jetzt. Bist du klein? Ich helfe Fremdlingsalarm! Ich bin aber auch gleich weg hier. Lebst du wieder? Gut. Jetzt kommen so eine doofen Loder. Ja, sag ich doch. Die ganze Zeit schon. Na, da bin ich jetzt auch tot. Scheiße! Wo bist du? Auf die Beine, Soldat! Ja, mein Schild war runter. Oh, mein Schild ist nicht groß. Noch 3. Ah! Noch ein! Au! Naht nach, naht nach, nach, naht! Nach. Nicht naht. Wo bist du? Da. Ich drücke E. Oh, ich hab noch. Da läuft der weg. Ich hab noch 57. Ach so. Feuerschutz! Wir haben alle. Ja, das sind zwei Sets am Scheulichkeiten. Lass mich rein! Warte doch! Hilf mit! Ja, du musst schießen, nicht helfen. Mein Geschütz ist nicht gut, was ich vorne dran habe. Ja, ja. Immer dieses Rumgemecker hier. Nie ist dir was gut genug. Ich wollte das Geschütz eben nachladen. Ging nicht. Ja, wo ist denn... Doktor Setz-Abscheulichkeit.
Lass jetzt mich mal ein bisschen Munition. Nein, nur ist egal. Jetzt will ich das auch nicht unterbrechen. Wo ist sie denn? Ah, hier. Da ist eine Munibox. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. War mir wieder ein Vergnügen. Beehre mich bald wieder. Ach, was hab ich denn jetzt gekauft? Ach, bin ich ein Idiot. Ich glaube, ich habe mir jetzt was voll gekauft. Na egal, kann ich nachher wieder verkaufen. Hier sind wir. Ja. Hier? Ach, hier sind wir. Okay, das ist shit. Einfach zu viel Geld. Ja, das kennen wir irgendwoher. Die fliegenden, die brennenden Engel hier. Ziemlich zu Beginn des Spiels, ne? Ja. Weißt du, was das Problem an Borderlands 2 ist? Nein. Viele das, Gegner. Nee, dass das Level kennen. Also, dass halt Gegner in den ganzen, dass die Gegner nicht skaliert werden. Dass die Gegner halt in dem Bereich sind sie Level 8, in dem Bereich sind sie Level 20, so bla bla bla, weißt du? Und wenn man halt in so einen älteren Bereich wieder zurückgeht, dann kann man halt gar nichts machen. Man muss halt durchlaufen. Obwohl halt die Gegner einen trotzdem auf die Eier gehen. Weißt du? Ja. Und da finde ich, dass sowas wie bei muss ich leider sagen, wie bei Fallout zum Beispiel halt einfach besser, dass halt die Gegner sich deiner momentanen Stärke anpassen. Und Stufe anpassen. Weißt du? Das Ding muss irgendwo unter oder über uns sein. Oh, ihr nervt. Ja, wie gesagt, die nerven nur. Die sind nicht stark oder sonst irgendwas zu nerven. Du hast aber Schönes. Ich hab da auch was Schönes. Ein Level 9 einfach. Das Ding einfach gar nichts gegen mich zu kämpfen. Das ist nur Munitionsversammlung. Naja, mein Linksmund-Magazin ist ja recht groß. Für die Sniperei, für die Reifel habe ich ja geskillt. Gesundheit! Oh, danke. Jetzt ist der Popschutz voll. Nee, ich schütze nicht genau für mich. Ich will ja den Arm rein. Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges, genmanipuliertes Monster ausnehmend hässlich. Aha. Lol. Ich sehe gar nichts, weil ich gegen die Sonne komme. Mehr Fleisch für mich! Lass das Blut weiter fließen! Das war jetzt leichter als gedacht. Ja. An die Kiste kommen wir immer noch nicht ran, ne? Nee. Die baut eine Löcher. Mahlzeit. Oh. Mahlzeit. Jetzt ist aber gut hier. Gerade das Farm gemacht. Ja. Jetzt brauchen wir bloß zurück, ne? Ja. Hör auf! Ich sehe doch nichts. Rüber gehüpft. Rüber. Nee, drunter durchgehüpft. Oh, nu! Ich höre gleich auf, so aufzunehmen hier. Deine Rülpsorgie. Ah. Kuckuck. Ja, wir können auch langsam Feierabend machen, würde ich sagen. Verstanden. Oder was meinst du? Ha? Wir waren heute wieder sehr fleißig. 1,5 Stunden. Für unsere Verhältnisse ist schon ganz gut. Ich werde nächste Woche, denke ich mal, auf 5 Folgen freischalten wieder. Wir haben genug. Das sind ja hier auch 6 Folgen, wenn ich jetzt 15 Minuten Folgen mache. Gib ihm erstmal das ab. Ein neuer Tag, eine neue misslungene genetische Abscheulichkeit. Aha. Das ist aber schön, da freust du dich drüber, ne? Ich mich sowieso. Sei vorsichtig da draußen. Ah, 35 habe ich. Jetzt muss ich erstmal meinen ganzen Müll verkaufen. Den behalte ich noch. Habe ich noch irgendwas Mülliges? Von Müller? Wir haben 2 Missionen. Einmal finde den Radiosender und einmal begib dich zu dieser Pipeline. Ja, aber lass uns das mal beim nächsten Mal machen. Hier sind Sanktionäre, ist doch immer ein guter Punkt, um Pause zu machen. Oder? Kann man machen, ja. Ja, denke ich auch. Hallo. Fight back. Ich muss auch noch ein bisschen Stanley Parabel spielen. Das hat Spaß gemacht.
gebe ich zu. Aber erstmal muss ich noch woanders hin. Das ist nämlich viel dringlicher. Sonst passiert dir ein Malheur. Und dann schicke ich dir ein Foto per WhatsApp. Vom Malheur natürlich. Okay. Na gut, dann machen wir mal eine Pause. Jo. Dankeschön fürs Zuschauen. Und Abo und Liken nicht vergessen. Tschüss. Und auf den Referenztrick. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.